So, moin moin und damit willkommen zu einer kurzen Ankündigung. Ja, ihr habt das natürlich gestern mitbekommen. Es gab ein kleines Video zu Wege der Reinigung und das war nicht so ernst gemeint. Ich fand das aber unglaublich erheiternd, dass einige da dann doch sehr krass drauf reagiert haben und da dann wenig Sinn für Humor bewiesen haben. Mein Ton war natürlich sehr harsch gegenüber dem Crowdfunding, aber ihr solltet doch bitte diesen Bann nicht mit Wege der Vereinigung und der anschließenden Debatte über, naja, über Sexualität doch sehen. Also der Wegeband hat natürlich irgendwo seine, ja, Querverstrebung zu Wege der Vereinigung, aber naja, woran liegt dann das? Das liegt daran, dass früher in der DSA-Version oder 4.1, da hießen alle Basisregelwerke Wege der oder Wege des, Wege der Zauberei, Wege der Helden und so weiter. Also, das ist dann der Grund, warum dieses Buch Wege der irgendwas heißt, Wege der Reinigung in diesem Fall. Und das hat nichts, überhaupt nichts mit Wege der Vereinigung zu tun und das hat auch nichts mit einer Debatte über Sexualität zu tun. Und der Hate, der da dann im Geg also der dann teilweise kam, einige haben es, wie gesagt, auch sehr mit viel Humor genommen, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber das ist euer gutes Recht. Wenn ich mich als Künstler hier hinstelle, und dann etwas zum Besten gebe, dann ist es natürlich euer gutes Recht, das zu kritisieren und ich muss das dann so hinnehmen. Und wenn das konstruktiv ist, kann ich das natürlich auch irgendwie annehmen. Das tue ich dann in dem Fall auch. Aber ich fand die, also einige Kommentare waren halt schon wirklich sehr erheiternd, muss ich sagen. Zu dem Crowdfunding stehe ich allerdings. Also ich habe ein großes Problem mit Crowdfunding. Das ist wirklich mal Spaß beiseite. Das ist tatsächlich ein Problem, wie ich finde. Das hat jetzt nichts mit Ulysses zu tun, überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein ganz generelles Problem, dass ich die kleinen Läden nach und nach kaputt gehen sehe. Und das ist Fakt. Wenn man sich mal mit diesen Leuten unterhält, das wurde auch in verschiedenen Podcasts schon thematisiert, diese Läden leiden darunter. Das ist ein ganz, ganz starkes Problem und deswegen, wie gesagt, das ist kein Hate gegen Ulysses, überhaupt nicht. Ich mag die Firma, ich beziehe viele Produkte von denen und werde das auch weiterhin tun. Und das hat auch nichts mit Fanboy-Tum oder sowas zu tun. Ich muss nur nicht immer zu allem Danke und Amen sagen. Das nur einmal zu dem Video von gestern und der Debatte, die sich dann auf den DSR News dann so ein bisschen getummelt haben, wo ich dann eben auch viel Kritik einstecken musste. Aber hey, ja, ich stehe dazu. Dann was anderes, bei Jägersnet, bei Michael Jägers, meinem Freund, da gibt es einen neuen Podcast. Da habe ich ja vor einiger Zeit schon einmal mitgewirkt als Spielleiter. Dieses Mal durfte ich mitspielen. Und hier mache ich euch nochmal darauf aufmerksam, eine Runde mit vielen Special Guests, möchte ich mal so sagen. Also wer ein bisschen Podcast-Szene unterwegs ist, der kennt dann natürlich Jens und Sandra und der kennt dann auch Martin vom Esker Podcast. Und das war eine richtig, richtig schöne Runde, muss ich sagen. Die ist schon ein bisschen länger her, aber der erste Teil ist jetzt dann schon hier. Für die Patreon von Michael Jägers, der kann sich auch schon alle vier Teile anhören. Wen das also interessiert, der möge sich das doch bitte runterladen und dann auch kommentieren, und zwar mit Hashtag Team Schwarzenfels. Da würde ich mich da zumindest ganz drüber, ganz doll drüber freuen. Wenn ihr mir also helfen wollt, dann kommentiert da mal drunter und sagt Team Schwarzenfels, sonst muss ich ja auch wieder was einstecken. Naja. Wir machen weiter mit der Spielemesse. Das ist dann auch so der letzte und der dritte Teil der Ankündigung. Dann habe ich hier die ganze Hauswirtschaftsprobe abgearbeitet und ich bin auf der Spiel und ich werde ein paar Interviewfragen stellen und mit der Kamera so ein bisschen rumgehen. Wenn ihr da so irgendwelche Fragen an spezielle Leute habt, dann sagt es mir gerne. Ich werde in Halle 6 rumlaufen. Also wenn ihr mich da irgendwie seht, ich habe dann auch einen Frosty-Pulli an oder ein Frosty-T-Shirt, je nachdem wie warm es ist. Wenn ihr mich seht, sagt gerne Hallo. Ich kenne euch dann höchstwahrscheinlich nicht, aber ich bin gerne dann zu Gesprächen bereit. Und dann könnt ihr mich auch mal in Real sehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich plane ein paar Videos zu machen, ein paar Interviewfragen zu stellen und dann nochmal kritisch nachzuhaken. Ja, auch bei Ulysses. Sehr gerne sogar, weil ich mag die, wie gesagt, die sind sehr, sehr höflich und sehr nett zu mir. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an einen bestimmten Redakteur oder zu einem bestimmten Spiel, dann stellt sie mir gerne. Ich kann bis ja, Mittwochabend auf alle Fälle die Fragen noch mit aufnehmen.
Vielleicht kann ich sogar dann auch Donnerstag noch die Fragen mit einbauen. Das ist natürlich ein bisschen kurzfristig, aber wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, dann sagt Bescheid. Das so meine Ankündigung, wie gesagt, ja, die Rechtfertigung zu dem gestrigen Video, dann Michael Jägers Podcast und Spielemesse. Ich habe euch das alles unten in der Beschreibung verlinkt, also auch da gerne mal reinsehen. Und damit lasse ich euch wieder in Ruhe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann vielleicht demnächst mit ein paar Videos von der Spielemesse. Bis dann, ciao.